So, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar kann man nicht sagen, ist fast ein Spezialvideo. Und zwar haben wir uns hier, sagen wir schon vor langer Zeit, überlegt, sich einen neuen Computer sich zuzulegen. Und da mir der alte einfach schon zu schwach war, der war schon praktisch über 4 Jahre schon alt. Also ich hatte vorher ein altes Gigabyte Mainboard drinne. Ich hatte ein Intel Core i5 3450 drin, 8 GB RAM und zwar ein Takt von 1600 und dann halt nur als DDR3 Speicher. Drin hatte ich verbaut in meinem alten Computer ein Netzteil und zwar von BeQuiet, also 530 Watt. Das ist leider ausgebaut. Liegt jetzt hier oben rum. Und zwar ist im neuen Tower, den die Belgräusch nachher auch noch zeigen, ist verbaut, zwar wieder die gleiche Firma, aber statt 530 Watt sind es 700 Watt. Ja, ich zeige euch nachher mal das Innenleben des Computers und dann sehen wir mal weiter. Verbaut ist noch die alte Grafikkarte, zwar von Gigabyte, noch die alte GeForce GTX 780 mit 3 GB Speicher, so zum Spielen ist er ausreichend, ja, ist recht super noch, sag ich mal. Aber von der Leistung her, jetzt für mich, sag ich mal, sind schon 3 GB Grafikkartenspeicher einfach schon zu wenig. Und zwar wird dann, denke mal, na, ich würde sagen, denke mal, nächsten Monat, ich denke mal, diesen Monat wird es nicht mehr. Und zwar wird die Grafikkarte abgelöst von der 87, die jetzt aktuell drin ist, wird sie praktisch abgelöst von einer GeForce GTX 1080. Die hat dann praktisch 8 GB Grafikkartenspeicher. Und ich denke mal, dann habe ich erstmal für jahrelang ausgesorgt. Also, weil mit der alten Grafikkarte, die ja hier aktuell noch drin ist, mit die hätte ich schon jahrelang, na, was heißt jahrelang, Spiele weggezockt in Full HD Ultra Settings und da kann ich mir mit der neuen Grafikkarte mit 8 GB Grafikkartenpower kann ich mir am besten mir nicht vorstellen, was das praktisch für eine Leistung ist. Also, kann man sich nicht vorstellen erstmal. Also verbaut ist in dem Rechner eine SSD und zwar 240 GB. Ja, die kann schreiben und lesen, denken wir, irgendwas mit 540 MB, müsste ich jetzt lügen, will ich jetzt nicht so direkt aus dem Kopf, aber so in den Dreh, so ab 550 MB in der Sekunde kann er lesen, lesen und schreiben. Reicht für mich voll aus, und zwar ist auf der SSD nur Windows 10 installiert, also ich habe vorhin mal den Rechner hochgefahren, also ich habe vorher Windows 10 installiert und lasst mich raten, also lasst der 5, 7 Sekunden gewesen sein, da war der Rechner hochgefahren. Gut, er ist aktuell neu, Betriebssystem ist neu installiert worden, kann sein, dass er da ein bisschen schneller geht, aber ich denke mal, von der Zeit her wird es auch nicht mehr länger dauern. Also man rechnet nur circa mit 5 bis 7 Sekunden, dann ist komplett der Rechner hochgefahren, weil nur auf der SSD habe ich nur halt meine Programme und halt mein Windows 10 und die ganzen Spiele, die noch drauf habe, ist auf einer anderen Festplatte, und zwar die normale Festplatte, das ist eine Terabyte Festplatte mit 64 MB Cache. Die zeige ich euch natürlich auch noch. Wer hier sieht, ist noch das alte Board, was ich vorher drin hatte. Ist leider kaputt gegangen. Ich hatte aus Versehen, ja, ihr werdet jetzt lachen, ein BIOS-Update hochgezogen und ja, seitdem hat mir gesagt, ja, jetzt hat die Chance voll, funktioniert nicht mehr. Klopfst du mit dem Hammer hoch und weg, den Schrott. So, aber die ist ja total unwichtig, denn ich will euch ja die neue Hardware zeigen. Ja, verbaut ist auch ein neuer CPU, also praktisch ein neuer Prozessor, und zwar der Intel Core i7 und zwar der i7er 6700K. Also der 4x4 GHz, also hier steht so 4 GHz, 8 MB Cache, reicht, denke ich mal, voll aus. Also auf jeden Fall ein kleiner Unterschied zwischen meinem alten CPU 3450 i5
Und dann praktisch ein i7er, so 6700, du, das ist ein Quantensprung, also bloß so von Trabant auf den Porsche umsteigen. Also nur mal so als Vergleich. Verbaut sind praktisch 2x8 GB, also praktisch 16 GB, also praktisch 2 Re, und zwar von Winnegans LPX DDR4, 3000 MHz von Corsair. Davon habe ich praktisch 2 Stück drin, also kann man sagen 4x8 GB. So komme ich auf 32 GB Arbeitsspeicher und das im Takt von 3000. Aber ich denke mal, DDR4, 32 GB, ich denke mal, das wird ab und zu erstmal reichen. Man könnte noch ein bisschen übertreiben, ja, man könnte 64 GB einbauen, aber diesen Unterschied wirst du nicht merken. In dem Endeffekt, solange du nicht mit Photoshop, Cinema, 4D arbeiten tust, für ein Betriebssystem reichen normalerweise schon 8er aus, für ein Spielen reichen auch schon 8er aus, 16, ja, aber 32 ist man erstmal außer. Praktisch zu den CPU. Die hat natürlich auch einen Kühlkörper praktisch, weil Intel Core i7, der 6700er, der hat keinen Standardlüfter dabei, also würde auch keinen Standardlüfter schaffen. Also muss man sich praktisch einen CPU-Kühler holen, ja, und dann, damit der CPU gut gekühlt wird, habe ich hier diesen Alpenföhn 2 von Brugger. Also ist ein recht schönes Teil, sag ich mal. Ich zeige euch das nachher mal, das Innenleben vom Computer. Ja, und dann sehen wir weiter. Verbaut ist ein Mainboard direkt von Asus, und zwar das Z170 Motherboard Pro Gaming. Hat mir so ganz gut gefallen, sag ich mal, so von der Preis-Leistung her, sag ich mal, ist der top, weil du musst praktisch ein bisschen so kaufen und so bauen, dass es auch praktisch passt. Das Mainboard muss passen, die CPU muss passen, der Arbeitsspeicher muss passen, ja, und dann passt es hier eigentlich perfekt. Also der schafft hier maximal 64 GB DDR4, ja, und dreimal PCI Express 3.0, einmal PCI Express 3.0.16 und zweimal PCI Express 3.0.16 mal, ja. Also kann man praktisch sagen, im Slim-Modus 2 Grafikkarten, aber das ist für mich ein bisschen überflüssig, weil da gibt es Mini-Ruckler und die Scheiße möchte ich nicht. Dann kommt da später eine High-End-Grafikkarte drin, und zwar die GTX 1080, und ich denke mal, da bin ich dann erstmal jahrelang, wie gesagt habe, erstmal erlöst von dem Scheiß. Also, auch ein recht praktisches Metall mit der Aufmachung. Wir haben sie angeboten, World of Warship, exklusiv Invite-Code, 15 Tage im Premium-Account. Ja, spielt zwar das Spiel nicht, aber schauen wir mal. Ja, es ist Z170 Pro Gaming von Asus. Ich wiederhole mich zwar immer, aber egal, das ist nicht so schlimm. Verbaut sind die ganzen Teile in einen Be Quiet Silent Base 800 Tower. Ja, und da würde ich mal sagen, ich zeige euch mal den Tower der Verpackung und dann im Innenleben, und dann schauen wir mal. Ja, das ist wie gesagt mein alter Tower. Der war von Sharkon. War relativ hoch, eigentlich ganz in Ordnung, sag ich mal, aber da hätten meine neuen Sachen definitiv auf keinen Fall reingepasst. Ja, hier sind dann meine alten Arbeitsspeicher, die noch da liegen, mein etwas älteres Netzteil, das werde ich auf jeden Fall noch verkaufen, und meine alte Festplatte noch, könnte ich noch in den neuen Rechner einbauen, mache ich aber nicht, weil die mir einfach zu langsam ist und sich schon totgeackert hat mit Lua. Die hat schon 9000 Stunden, hat die auf jeden Fall hinter sich. Also auf jeden Fall baut die auf jeden Fall nicht mehr ein. Ja, wie gesagt, hier haben wir praktisch den neuen Tower. Den Silent Base 800 Window Orange.
Hat mir so ganz gut gefallen, schwarz-weiß, sag ich schon, schwarz-orange. Hat doch insgesamt auch drei Lüfter, zeige euch alle sofort. Ja, von Be Quiet, also saugeile Firma, kann man nicht viel verkehrt machen. Netzteil von Be Quiet, Tower von Be Quiet. Leute, was wollt ihr mehr? So, und jetzt zeige euch mal das Schmuckstück von vorne. Also vorne sieht er erstmal so aus. Gucken, ob wir hier ein bisschen rankommen. Ja, sieht man auch schön, wie weit. So, ich mach mal kurz hier das eine USB-Kabel raus. Verbaut ist noch ein Blu-ray-Laufwerk von LG. Da gerne mal auch gerne mal Blu-ray-Filme kicke, sag ich mal von den UK her oder mal kurz Filme. Kann ich dann schön über meinen Bildschirm gucken. Der ist groß genug und ja, besser jetzt auf jeden Fall nicht. Verbaut sind hiervon auch nochmal, ich denke mal, das sind 140 mm Lüfter von auch von Be Quiet. Ja, ist einer hier unten, einer hier oben. Wie schnell sie sich drehen, kann ich euch jetzt nicht sagen. Man kann es im BIOS einstellen, aber ich lasse es erstmal so. Ja, und denke mal, hier, das wird hier so ein Staubfilter sein. Denke ich mal, kann mich auch natürlich auch täuschen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja. Oben haben wir dann den An-Aus-Knopf. Hier haben wir zwei USB. Vorne haben wir nochmal zwei USB, natürlich alle 3.0. Man kann da, na, sag schnell, ein Audio-Headset anschließen. Hier hinten haben wir 2.0 USB, zweimal, und vorne 3.0 USB, also praktisch insgesamt viermal. Aber wie gesagt, vorne 3. 0,0 und hinten 2,0. Mal gucken, ob er das von hinten hier erkennt. Ja, wie gesagt, hier hinten ist dann auch nochmal ein Lüfter, auch von Be Quiet. Ist eigentlich auch sehr schön aufgebaut. Ich zeige euch gleich das Innenleben. Ja, hier unten haben wir dann, sieht man hier so schlecht ein bisschen, doch jetzt. Auch von Be Quiet, das Netzteil sind 700 Watt. Wenn wir wirklich doch später mir die Grafikkarte kaufen, die 1080 GTX von Gigabyte, bräuchte da schon locker 700 Watt. Ja, reichen auch 600 Watt, aber ich wollte auch nochmal sicher gehen, bin ich dann halt auf gleich auf 700 Watt umgestiegen. So, lange Rede, kurzer Sinn. So, jetzt zeige ich euch mal das Innenleben. Ja, hier unten haben wir praktisch dann halt die normale Festplatte, die ihr normaler auch kennt. Darunter ist praktisch die SSD, die sieht man hier kaum, weil die direkt da drunter ist. Und zwar ist es die 240 GB Platte. Und wie gesagt, da ist halt nur Windows 10 installiert und die ganzen restlichen Programme und dann läuft das ganz flutschig. Hier haben wir das praktisch super Netzteil. Das Netzteil ist nicht wie gewohnt praktisch oben, sondern ist unten. Ich versuche jetzt mal den Rechner ein bisschen zu drehen und zwar mit der Helligkeit ein bisschen, damit ihr den besser sieht. So. Nehme ich euch mal wieder. So, ja, wie gesagt, verbaut ist, wie gesagt, noch die alte Grafikkarte, die 780 GTX auch von Gigabyte. Ich muss sagen, also die hat vom Einbau her ja, war heftig. Also sie hat gerade so reingepasst, sag ich mal. Obwohl vorher in den Laden da gefragt hat, na, wie sieht es denn aus von der Länge her? Ja, ist kein Problem, passt. Und ja, sie hat gepasst, ja. Aber mit sehr viel Manko. Also praktisch hier diese Metalldinger hier, die hier zu sehen sind, die hätte man praktisch weglassen können. Dann hätte alles ganz normal, ihr passt. Ah, ich werde hier mal ein bisschen aufmachen, dann ist hier ein bisschen heller. Mensch, alles ein bisschen dunkel hier, diesen geilen Puff. So sieht man den ein bisschen besser. Ja, wie gesagt, hier praktisch das Mainboard. Bro Gaming Mainboard, also ist top. Also, sieht da ein bisschen, wie das ein bisschen verbaut ist.
Ja, Oma macht halt die AVI-Speicher. Ja, also da stecken wir ganz locker 32 GB drin. DDR4. Na hier, naja, das ist Manko. Hier den krassen CPU-Kühler. Wie gesagt, der Einbau um Gottes Willen, also wenn man da wirklich keine Ahnung hat, wie man so einen CPU-Kühler überhaupt installiert, weil das ist wirklich Millimeter Arbeit, was auch die Arbeitsspeicher angeht. Also, das war ziemlich bisschen krass. Also. So, gehen wir mal ein bisschen hier hoch. Jetzt nehmen wir das hier noch ein bisschen besser. Ja, wie ihr seht, also ist ein schönes Teil. Oh, ein Riesenteil. Also, das, wie gesagt, das ist ein halber Kühlschrank. Und ja, der ist genau für CPU drauf. Und passt. Mal gucken, ob ich hinten die Schrauben da ein bisschen ranfüllen kann. Ja, wie ihr seht, es ist wirklich Millimeter Arbeit, um das da überhaupt ranzukriegen. Also, wenn ihr das so festzieht, kann es brechen, ist das so locker, fliegt euch der Köder ab und ja, müsst ihr echt gucken. Also, wenn ihr halt auch mal ein bisschen am Basteln seid und ja. Ja, das Mainboard leuchtet da oben ein bisschen halt da bei Z71 Pro Gaming. Ja, und sonst leuchtet da oben weiter nicht mehr, sag ich mal. Und ja, also ich bin sehr zufrieden von der Preis-Leistung her. Auf jeden Fall top. Na, hier haben wir noch zig Varianten, wo man Festplatten reinbauen kann. 1, 2, 3, 4, 5, ja, da kann man noch 6 Festplatten einbauen, aber das wäre echt ein, ja, ich sag mal so, ein bisschen übertrieben, weil ich würde es nicht machen, nur wer wirklich braucht, kann es gerne machen, sag ich mal. So, dann werde ich mal den Tower zumachen. Darf ich euch jetzt mal zeigen, wie er dann aussieht, wenn er praktisch geschlossen ist. So, kommst du dran. Ist auch ein riesen Tower, also ich werde euch gleich mal den alten Tower hinstellen zum Vergleich. Und da werdet ihr sehen, das ist echt ein kleiner Unterschied, sag ich mal. So. Ja, bin ich jetzt hier so blöder, den hier anzumachen. So, geht gleich weiter hier. Super. Gibt es hier wieder Dislikes, weil ich hier meinen Tower nicht zusammenkriege. So, dann zeige euch den mal. Also sieht er praktisch zu aus und ist eigentlich, sag mal, ist optimal. Also, mache ich den mal zu. Ja, und wie gesagt, also sieht geil aus. Man hört den überhaupt nicht. Ich werde auf jeden Fall nochmal testen, wie es aussieht, wenn er unter Last ist, aber ich denke mal, der wird wahrscheinlich nicht zu hören sein. So. Ja, ich wüsste, ich laufe so viel Scheiße. Ich weiß ja, ja. Ich stelle euch einfach mal den alten Tower hier hin. Einfach mal so nur zum Vergleich. Ja, und wie ihr seht, also das. Ja, seid mal. Das ist ein kleiner Unterschied zu erkennen. Auf jeden Fall. Ja. Alleine von der Größe, von der Breite. Also ist jetzt schon Wahnsinn. So, ja, das war's eigentlich schon, sag ich mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein paar Kommentare schreiben oder ihr schreibt keine Kommentare. Ist euch überlassen und ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut rein. Bis dann.